Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2016 hier aus Belgien zum Rennen. Mein Name ist Glabur. Wir hören uns mal die Voicemail an. Hey, ich bin's. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's ja, gut. Dankeschön. Hier sind deine Rennziele für den großen Preis von Belgien. Schieße das Rennen auf dem 7. Platz oder besser ab, erreiche im Rennen eine höhere Platzierung als Lewis Hamilton, besiege Romain Grosjean. Ziel für die Fahrerweltmeisterschaft Platz 7 oder besser. Ja, ich habe in der Qualifikation dann schon den Leuten, die da zugeschaut haben, gezeigt, dass ich einen Forschungsupdate gestartet habe, Luftwiderstand, und dann sind wir alles bei 2. Ja, dann kommt danach wieder Motorleistung oder etc. Das werden wir dann sehen. Ich würde sagen, wir gehen zum großen Preis von Belgien zum Rennen. Bis gleich. In den 48 Rennen in Spa zwischen 1950 und 2015 startete der Sieger des Rennens nur ganze 16 Mal von der Pole Position. Das Qualifying von gestern bestimmt zwar die Startaufstellung, doch der große Preis von Belgien ist nach wie vor für eine Überraschung gut. Wie heißt es doch so schön, es kann alles passieren und üblicherweise tut es das dann auch. Da sind wir also wieder bei einem Rennen in den Ardennen. 7 Kilometer mit langen Geraden, schnellen Kurven und deutlichen Höhenunterschieden ergeben in der Summe eine der faszinierendsten Strecken der Welt. Wir freuen uns auf ein perfektes Rennen. Stefan Römer sitzt neben mir in der Kommentatorenbox und wird mir dabei helfen, Ihnen das Geschehen heute näher zu bringen. Die Fahrer hier in Spa sind alle so gut wie gleich auf, also was glaubst du, wird den Unterschied ausmachen? Wenn es wirklich so knapp wird, wie wir erwarten, dann wird es vor allem im Mittelfeld darauf ankommen, wer seine Vorderreifen schonen kann. In der unruhigen Luft des Vordermanns geht immer einiges an Abrieb verloren. Das kann zu Untersteuern führen und dadurch verschleißen die Vorderräder schneller. Wenn das zu häufig passiert, musst du früher in die Box und hast dadurch natürlich einen Nachteil. Deshalb muss man als Fahrer aufpassen, dass man nicht zu früh zu aggressiv wird. Gut, La Source ist immer ziemlich eng, aber wir haben derzeit freie Fahrt. Nutzt die Auslaufzone, falls nötig. Herzlich. Die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Kimi Räikkönen startet heute von der Pole Position. Und daneben steht ein Haas. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Alonso, Ricciardo, Sebastian Vettel und Rosberg. Verstappen, Hamilton, Sainz Jr. und Romain Grosjean. Button, Quert, Valtteri Bottas und Palmer. Magnussen, Massa, Sergio Perez und Rio Hayanto. Nasser und Eriksson. Pascal Wehrlein und Nico Hülkenberg vervollständigt die Startaufstellung. Nico Hülkenberg Lichter gehen ist letzter. Bald aus, also schalten wir zur Strecke. Okay. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen perplex gemacht. Ja, wir haben Rennen, wir haben Regen. Wir gucken uns mal die Rennstrategie an. Ich würde sagen, wir nehmen einfach die erste. Das ist schon vollkommen okay. Ich möchte nur etwas mehr Sprit an Bord haben. Nämlich für eine Runde mehr. So. Ja, wir nehmen das auf jeden Fall, Leute. Es soll aufhören zu regnen und dann wird sich sowieso das Setup ändern. Und deswegen werden wir mal das auswählen. Und ich würde sagen, Leute, Rede hinsetzen. Schnallt euch an. Es geht los. Einführungsrunde. Upsa. Der Startplan sieht gut aus, aber wir müssen uns das Getriebe ansehen. Also schalte in jeden Gang, wenn möglich. Die Bremsen müssen etwas zu tun bekommen. Also lass sie arbeiten und wärme bitte die Reifen auch gleich auf. Machen wir glatt. Es geht auf jeden Fall ins Trockene über. Ich hoffe, dass ich an Kimi Räikkönen schnell vorbeikomme. Das ist meine Strategie. Und dann ein Abstand herausfahre. Hat einfach was damit. Könntest du bitte etwas schneller fahren, Herr Räikkönen? Ich muss auch in 8. Gang schalten. Was wollte ich denn jetzt sagen? Schnell an Kimi Räikkönen vorbei. Wenn ich an ihm vorbei bin, dann sofort
Zeit gut rausholen. Weil wenn es trocken wird und der Ferrari sitzt im DRS-Fenster, dann habe ich ein mega Problem. Weil ich glaube, dass die auf mehr Abtrieb sind, weniger Abtrieb sind. Und das bedeutet, dass ich dann Probleme bekomme. Mal so ein bisschen die Temperatur wieder erhöhen in den Reifen. Bedeutet einfach mal voll einlenken und dann raus beschleunigen. Waren in allen Gängen. Ziele auch erfüllt. Okay, Leute, es wird gleich mega spannend. Ich muss an Raikön vorbei. Okay, die KI hat übernommen. Entschuldigung fürs Handy. Leise machen. So. Ich muss an ihm vorbei. Es geht nichts anderes als Statement gerade. Und wenn ich außen an ihm vorbeiziehe, mir scheißegal, ich muss an Raikön vorbei. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Habt ihr da oben gerade die Kamera gesehen? Warum ist gerade auch die Kamera lang gefahren? Die ist sie leider nicht. Schade. Okay, Leute, wir schaffen das. Ja, drückt mir die Daumen, dass ich jetzt in die erste Kurve nichts passiert und dass ich an Raikönen vorbeidüse. Wir sind auf der Ideallinie. Das würde bedeuten, Raikönen könnte auch leichte Startprobleme bekommen. Hallo, wie lange braucht ihr denn? Unten fahren die Letzten auf ihre Position. Komm, 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 komm. Ich will den abziehen. Dankeschön. Fett. Und alles, was geht, Leute. Einfach Vollgas. No risk, no fun. Und da startet einer verdammt gut. Habt ihr das gesehen an der linken, rechten Seite? Wir ziehen voll vorne vor. Wer war denn das? Der Alonso, ne? Der alte Bauer. Und wir sind vorbei. Mein Plan ist aufgegangen. Konnte nicht mithalten im Windschatten. Das ist genau das, was ich wollte. Wir werden auf jeden Fall nicht viele Runden auf Intermediates bleiben. Also das weiß ich. Also davon gehe ich aus. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe da 100% von aus in dem Sinne. Weil es klart schon auf. Das Wetter macht uns einen kompletten Durchstrich und unsere Wetterprognose war voll von Arsch. Und Vollgas. Muss einen Abstand vor Raikönen haben. Scheiße. Das war richtige Scheiße. 2.11.
Genau wie das war auch scheiße. Was mache ich denn jetzt? ...81 Grad, ein bisschen warm sind sie schon. Wir müssen ein bisschen im Nassen fahren. War einfach, dass wir lange genug mit dem Reifen draußen bleiben können und nicht, es hört auf zu regnen und dann vorher haben wir schon Reifenwechsel gemacht oder so. Wenn Sie jetzt viele fragen, ja, du willst doch vor Raikön einen Vorsprung herausfahren, dann lass doch den Sprit volle Düse. Nein, wir brauchen den Sprit für die trockenen Strecken dann. Oder für die trockene Strecke. So, dass, wenn die in DRS-Fenster sind, wir etwas kontern können. 2,7 ist ganz okay. Wo 4 war Qualifikationszeit, ist okay. Wieder leicht auf den Grünstreifen gekommen, das hat wieder richtig an Zeit gekostet. Aber gut, wir müssen im Nassen fahren. Reifen wird zu warm. Also das bedeutet, die Strecke wird trocken. Die Ideallinie. Überhitze den Vorderreifen. Vorne links. Bin jetzt so ein bisschen mehr im Nassen fahren, Leute. Also wäre ich jetzt da auf die Ideallinie geblieben, aber wir gehen ein bisschen mit. Also nicht wundern, wenn ich jetzt eine andere Linie fahre. Wir müssen nur zusehen, dass der Reifen wirklich feucht bleibt. Wenn er nicht feucht ist, dann haben wir wirklich ein Problem. Ja, ich merke es. Nicht verbessert, das ist scheiße. Und Raikön kommt jetzt auch ran. Ich will mich mal nicht so konzentrieren auf diese Scheiße, sondern einfach fahren. 12. Runde, hat er gesagt. Nicht gerutscht, das bedeutet, richtig gut schnell sind wir jetzt.
Aber noch Measles. Muss gucken, wie lange wir wirklich fahren können. Die Strecke trocknet jetzt ab, aber es wird eine Weile dauern, bis das Wasser nicht mehr auf der Ideallinie steht. Slicks kommen jetzt noch nicht in Frage. Das wissen wir. Ich würde dann schon fast sagen, wir holen uns erst gelb. Dann müssen wir mal gucken. Wir sind schon wieder langsamer gefahren. Würde gerne mal ein bisschen schneller fahren, jetzt wo es trockener wird. Aber irgendwie kriege ich die Runden gerade nicht ganz auf die Reihe. Aber gut, was soll's. Wenn wir der Abstand zu Raikön bleibt, ist alles easy. Hier ist es noch ziemlich dunkel, finde ich, im Rennen. Diese Kurve ist echt Hammer. Leicht berührt die Bande. Scheiße. Es hat komplett aufgehört zu regnen. Ich habe wirklich schon entweder, ja, das ist nicht der Reifen, es ist einfach, es wird trocken und dadurch fängt es halt jetzt an, dass also langsam das Schmieren anfängt und Rutschen. Verwarnung bekommen. Alle bleiben draußen, sehr schön. Ich muss erst auf der Gerade sein und dann kann ich gucken. Aktuell. Nein! Ah, will ich nicht! Oh nein, Leute, nein! Okay, nochmal. Na, jetzt gucke ich mir das gleich erst an. Immer machen wir nicht den Fehler. Verstanden. Ey! Ich will die nicht! Oh! Ich will gleich auf nächste andere Reifen gehen. Und ich weiß noch nicht wann. Weil ich rutsche schon ziemlich viel jetzt. Die Situation ist nicht perfekt, aber ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, auf andere Reifen zu wechseln. Warum nicht? Er sagt Box, ich will nicht in eine Box. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1,9 Sekunden.
Ja, ich weiß, dass er aufholt, aber nervt mich doch jetzt nicht. Oh, mir geht das gerade auf den Sack mit diesem blöden Strategiekacke immer. Ich weiß, ich wollte das per Sprache aktivieren, ich hab's vergessen. Bleiben wir mich alle draußen. Es wäre auch dumm, jetzt reinzugehen. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Mach meinen Reifen 53%. Zu heiß ist er gerade auch nicht. Alles super bis jetzt. Wieder mega gerutscht einfach. Nein, Mann, was mache ich denn? Ich bin mit dem Gedanken ganz woanders. Muss ein bisschen Sprit raus haben. Ich glaube, wir können uns andere Reifen holen, Leute. Nächste Runde. War wieder mega gerutscht einfach. So, die hätte ich gerne. Raikön ist... Ricardo ist reingegangen oder Raikön? Ja, die sind beide noch da. Die waren gerade nur so übereinander, dass ich sie nicht erkennen konnte. Ich sage, wir können andere Reifen benutzen. Erstens sind sie fertig. Zweitens überhitzen sie jetzt auch schon, weil die Strecke trocken ist. Und deswegen fliegen die jetzt runter. Und wir holen uns jetzt die gelben. Ich weiß, rot ist schneller, Leute. Aber das können wir dann zum Ende nochmal benutzen, wenn wir denn wirklich dann nochmal rein müssen. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder ist mit dem neuen? Dann zeig doch und laber nicht rum! Ja. Okay, geht in Ordnung. Alles klar. Okay, sind drin. Die anderen fahren weiter. Wir nicht. Das geht nicht mehr. Die Reifen sind erstens im Arsch. Zweitens macht es, glaube ich, mehr Sinn, jetzt schon zu wechseln. Und wie es aussieht, macht keiner mit. Oh, wenn wir Glück haben,
Funktioniert wie ein Uhrwerk. Zack, gelb drauf, raus. Ja, ja. So. B, fett, volle Drehzahlen, Leute. Alles, was geht. Gucken, was jetzt geht hier. Oh nein. Ah, Leute. Motor aus, Motor aus. Das kann nicht sein. Also so richtig funktioniert es auch nicht mit Vollgas, okay. Na, volle Drehzahlen sind an. Sind nicht. DRS ist an. Das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Also rund läuft es noch nicht so hundertprozentig, aber es kommt. Hier merkt man einfach, was wir jetzt für mehr Grip haben. Da hatte ich gerade extrem wenig Grip auf einmal hinter Hamilton. So, jetzt aber. Komm, Baby. Ich glaube, was ist denn das? An zwei Leuten sofort vorbeigegangen. Vettel ist draußen geblieben. Okay, Vettel ist immer noch Erster, der ist draußen geblieben. Teamkollege ist in der Box, das interessiert mich nicht. Noch geht es nicht mit Vollgas. Noch leichtes Rutschen, aber alles easy. Gleich nicht mehr. Der rasende Glabur ist unterwegs. Der rasende Reporter. Oh. Ich habe gerade rüber zu der Aufnahme geguckt. Ich sollte mich mehr aufs Rennen konzentrieren. Hier merkt man jetzt einmal, wie viel schneller wir wirklich sind. Hätte ich voll rausbeschleunigen können. Der Abstand zum Hintermann beträgt 4,3 Sekunden. Schon mit Vollgas durchgegangen, hat geklappt. War nur noch ein bisschen vorsichtig beim Einlenken. Und Erster. Sind alle auf Rot gegangen, außer wir. Naja, abwarten und Tee trinken. War gerade schon haarig.
Na. Ist immer noch ziemlich rutschig, aber es geht schon. Kein Safety Car bis jetzt, ne? Runde 17 bis 19 muss ich rein. Fahre ich drei Runden mit dem Gelb. Warum nicht rot? Habe ich keinen mehr? Oh, Leute. Ich will dann zum Schluss rot haben. Oh, was soll denn das? Jetzt haben wir richtig an Zeit verloren. Da ist er dran. Ein paar Informationen zu Massa. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Ja, jetzt kommt Raikön sein Vorteil. Okay, volle Drehzahlen wieder. Das sind jetzt Haare. Jetzt sind wir schon zu dritt. Vettel fährt auch Top-Zeiten. Mein Fehler. Okay, Leute, ich muss mich einfach konzentrieren auf mein Rennen. Ich fahre mir gerade eine Scheiße zurecht. Ich nehme jetzt den Sprit zurück. Wenn ich mir meine roten Reifen hole, dann will ich aufdrehen. Könnte ich jetzt auch mal in meinen Rhythmus wieder reinkommen? Habe jetzt lange genug hier rumgegurkt. Ein 52 Fetterei können. 1,56. Peinlich.
Felipe Nasr ist aus dem Rennen. Alter, was ist denn das? Naja, keine Strafe gekriegt oder so. Vettel ist jetzt Dritter. Okay, sind die harten die Super Soft schon hin oder was? Dann habe ich ja wirklich einen Vorteil. Ich muss mehr Gas machen, Leute. Gas, 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 Gas. Der Raikön, der hängt uns da vorne ab. Raikön ist drin. ...1,53. Und die gehen jetzt auf Soft. Sehr schön. Ja, jetzt funktioniert's. Sehr schön. Noch können wir ein bisschen fahren. Und, wen interessiert's? Roman ist gerade in die Boxengasse abgebogen. Er ist an der Box. So. Schnell sind die Zeiten jetzt nicht unbedingt. Aber ich glaube nicht, dass ich einen Nachteil habe, zum Schluss mit den Supersoft zu fahren. Und der Vorteil ist, wir haben noch schön viel Sprit, den wir dann rausbraten können. Jetzt ist Vettel in der Box. Ey, schon wieder. Du musst vor den Kurven bremsen. Wir wollen keine Strafe aufgebrummt bekommen. Also, jetzt muss ich überlegen. Wenn wir 17 reingehen würden, dann haben wir 3, 4, 5 Runden auf Supersoft. Ich muss es ja auch schaffen, die wieder einzuholen, die anderen beiden dann. Ich würde sagen, 17 gehen wir dann rein. Keine Minute länger. Weil umso länger wir zwar mit dem hier draußen bleiben, ist ja alles schön und gut, aber wir haben ein Problem, wenn wir dann nochmal einen neuen Reifen brauchen,
dann rentiert sich der Boxenstopp nicht, weil wir verlieren ja, man sagt ja immer so 20 Sekunden verliert man. Und daher ist es dann scheiße. Irgendwie läuft das alles unrund gerade. Nicht Frames oder irgendwas, sondern einfach mein Fahrstil. So, wir drehen auf. Weil wir können jetzt rein. Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Wir haben 10 Sekunden Vorsprung. Und Ricardo ist 4 Sekunden dahinter. Also 14 Sekunden. Die werden beide an mir vorbeigehen, wenn ich jetzt nicht ein bisschen pushe. Und Ricardo fährt auf Medium. Jetzt nochmal richtig Speed machen. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ist angekommen. Bestätige. Ich weiß nicht, warum er mir nicht Supersoft gibt. Ich will Supersoft. Macht überhaupt gar keinen Sinn, den langsamsten Reifen drauf zu machen für 5 Runden. Wir stehen parat. Komm diese Runde rein. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Würdest du den aktuellen Plan durchziehen? Oh, dann zeig doch, Mann, aber... Drossel deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Nein! Darf ich jetzt in der Box? Denke schon, ne? So. Wäre ja die Boxengasse gesperrt gewesen. Verliere jetzt auf jeden Fall nicht so ganz so viel Zeit. Ich weiß nur nicht, warum der immer sagt, ich darf Rot nicht benutzen. Errungenschaft vorher geschaltet. Vertrauen in an... Was? Vertraue das Team? Ja, nagelneue Reifen. War mager. Oh Leute, jetzt wird's interessant. Ich muss gleich Vollgas geben und an Raikön vorbei. Und der Vorteil ist, wir können die letzten Runden alle wahrscheinlich mit vollen Drehzahlen fahren. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Ich glaube, da stand kein Vertrauen ins Team. Bin gespannt, wann das Safety Car jetzt reinkommt, Leute. Dann Safety Car rein, dann an Raikön rein und wenn es geht, auf der langen Geraden schon an ihm vorbei. Dass ich wirklich das Optimum von meinem Reifen nutzen kann. Ich habe einen leicht demolierten Frontspoiler, sehe ich gerade. Naja, gut. Nur noch Raikön, das werden wir packen, Leute.
Macht meine Reifen. 96, Bremsen, alles super. Das Licht ist auf jeden Fall noch an. Also noch eine Runde. Verfolgen Sie diesen Wagen irgendwie? Keine Ahnung, habe ich wieder einen Erfolg gekriegt gerade. Also, wenn das Safety Car jetzt bald nicht reinkommt, dann haben wir wirklich ein Problem. Ich sehe schon kommen, weißt du, wir werden das Rennen beenden hinterm Safety Car. Dann kriege ich auch das Kotzen hier heute. Upsa, das war dumm. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schonen den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Geh mir jetzt nicht auf den Sack mit deiner Scheiße immer. Ich will jetzt hier, dass wir Rennen fahren. Herr Bernie Ecclestone, du lebst hier noch. Also, seh zu, dass du das scheiß Rennen freigibst. Ich sehe hier auch gar nicht, was hier sein soll. Wir sind alle nur noch nicht dran an der Kolonne. Das ist das Problem. Wen interessiert jetzt gerade der Benzinverbrauch? Ich werde jetzt schon mal auf Standard stellen. Was ist jetzt Sache hier? Geht der Pisser jetzt rein oder nicht? Immer noch nicht. Noch eine Runde hinterm Safety Car. Na, klasse, Ingo. Ah. Meine nagelneuen Reifen haben mir nichts gebracht. Ich hätte draußen bleiben sollen. Dann hätten wir das Rennen locker gewonnen. Aber ist schon okay so. Woher soll man denn wissen, dass ein Safety Car kommt? Außerdem, für uns ist es schön, kein Mercedes in der Nähe. Das bedeutet, Konstrukteurstitel bekommen nicht da. Weil an Raikön werde ich noch vorbeigehen. Ob er das will oder nicht, dann werden wir uns schnappen auf der Geraden. Nämlich hier, nach Rennfreigabe. Sag, ey, weißt du, ich kann mir schon gut vorstellen, wir beenden wirklich das Rennen in deinem Safety Car. Huiuiui, da wäre ich was hinten drauf gedonnert. Hallo, Herr Raikön. Wie geht's? Trinken wir einen Kaffee? Oh, ich schwenke die Fahne, Mama. Das kann nicht sein. Der jetzt wirklich hier die ganze Zeit hinterhergurken. Hallo? Geh doch bitte rein, du blödes Scheißvieh. Sind doch alle da. Safety Car kommt in dieser Runde. Oh,
Ja, das Feld fett. Beschleunigt, denkt daran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Herr Räikkönen. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Unten rechts, Herr Räikkönen. Ja, jetzt gibt er Gas. Ich werde hinter ihm bleiben, bis auf der Geraden. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 10,5 Sekunden. Man merkt, sie sind einfach auf der Geraden viel schneller als wir. Wir haben gar keinen DRS, fällt mir gerade so ein. Wir sind im Begrenzer, Babys! So, tschüss, Ladies and Gentlemen, so liked, ciao, you! Jetzt macht der neue Reifen erstmal Sinn hier. Das war scheiße. Aber nichts passiert. Ein Glück. Wir haben einen Nachteil. Wir haben zwar mehr Leistung jetzt die ganze Zeit, aber wir sind auch mega schwer. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer. Räikkönen saugt. Der saugt sich so ran, der Räikkönen, Leute. Auf den Geraden habe ich einen Nachteil. Warum soll ich denn in der Box? Bist du gesoffen? Ich war in der Box. Letzte Runde. Schnellste Runde gefahren. Wenn er mich jetzt nicht kriegt auf der langen Geraden, dann ist alles easy, Leute. Schön mit Vollgas. Perfekt geklappt. Ja, es ist alles super. Da kommt er, aber jetzt müssen wir auch schon wieder bremsen. Und jetzt kommt mein Sektor. Sehr schön. Klappt, Leute. Das klappt. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Das könnte jetzt ganz böse werden, Leute. Er setzt zum Überholen an der Räikkönen. Wir müssen nach außen gehen. Nein! Da haben wir noch eine 3-Sekunden-Strafe gekriegt. Ach, Leute. Scheiße, habe ich das Rennen selbst verkackt. Sechster. Das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Nein! Fickenarbeit war das. Ferrari gewinnt, Alter.
Und Stefan, Scheiße! Wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger oh, in der letzten Runde alles hergegeben. Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Alonso Siebter, Alter, der hat am Anfang so die Leute überholt, wo ist er geblieben? Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher... Da ist der Lewis Hamilton! Verpiss dich! Sie haben richtig hart gearbeitet und heute ja, hier stehen... Ja, Ferrari kann ich sehen. Schön zu sehen. Das ist alles gut. Ja, blendet den Lewis aus. Den brauchen wir nicht sehen. Mist! Er kriegt ja wieder Punkte, er ist ja fast vor uns dann. Scheiße! In der letzten Runde alles hingeschmissen. Alles, Leute. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Die Situation an der Spitze ist nach diesem schwierigen Rennen für unseren Weltmeisterschaftsführenden eine andere. Der Abstand hat sich verringert. Stefan, wer war dein Fahrer? Scheiße, Leute. Auf jeden Fall der fliegende Finne. Warte. Einfach. Scheiße, Leute. Ja, Nico Rosberg haben wir auf jeden Fall Punkte aufgeholt. Lewis Hamilton hat aufgeholt auf uns. Sind 13 Punkte. Ja. Ärgerlich. Also ich muss sagen, ärgerlich, bin gerade mega unzufrieden damit. Aber ja, was soll man machen? Ich habe es einfach in der letzten Kurve hingegeben. Muss einfach auch mal sein, würde ich sagen. Ich sage damit vielen, vielen Dank fürs Einschalten hier bei Formel 1 2016 hier aus Belgien. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Däumchen da. Wir hören uns morgen wieder. Am Freitag wieder. Dann geht's weiter. Aber wir sollten einfach die Realität gewonnen haben. Realität gewonnen. Sehr schön. Ich sage damit vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.